Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Videotutorial zu FIS Bildung. FIS Bildung ist die größte Print- und Online-Literaturdatenbank im Bildungswesen im deutschsprachigen Raum. Sie ermöglicht Ihnen eine umfassende Suche nach wissenschaftlichen bibliografischen Angaben und Volltexten. Mit FIS Bildung können mehrere Datenbanken in einer Suche abgefragt werden. Wie Sie auf FIS Bildung effizient recherchieren und auf bibliografische Daten und Volltexte zugreifen, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Zu FIS Bildung gelange ich über eine gängige Internet-Suchmaschine. Dabei ist wichtig, dass ich mich entweder vor Ort oder via VPN-Client im Universitäts- oder PH-Netzwerk befinde, um Zugriff auf alle von der Universitätsbibliothek lizenzierten Medien zu erhalten. Die einfache Suche auf der Einstiegsseite ist eine Stichwort-Freitext-Suche, die Titel, hinterlegte Abstracts und Volltexte durchsucht. Diese Art Suche lohnt sich zum Beispiel, wenn ich nach spezifisch schweizerischen Begriffen suche, die in Deutschland oder Österreich weniger gebräuchlich sind. Für eine umfassende systematische Suche empfehlen wir eine erweiterte Literatursuche. Hier kann ich ebenfalls nach Freitext, aber gleichzeitig auch nach Schlagwörtern, Titel, Jahr und Personen suchen. Schauen wir uns dazu zwei Beispiele an. In unserem ersten Beispiel suchen wir nach den neuesten Publikationen von John Hattie. Dazu gebe ich den Namen des Autors im Suchfeld Personen ein. Um den Zeitraum festzulegen, verwende ich im Suchfeld Jahr die Zeichen größer als, größer gleich, kleiner gleich. Weitere nützliche Tipps zu den Suchfeldern der erweiterten Suche finde ich hier unten unter Hilfe. In unserem zweiten Beispiel führen wir eine thematische Suche durch. In der Suchkategorie Schlagwörter suchen wir nach Mehrsprachigkeit und Grundschule. Durch die Autocomplete-Funktion werden automatisch Suchbegriffe mit diesem Wortanfang vorgeschlagen, aus denen ich nur noch auswählen muss. Wenn ich nur Texte will, in denen alle Suchbegriffe vorkommen, lasse ich das Häkchen bei alle Wörter am Zeilenende stehen. Das entspricht einer Suchanfrage mit dem booleschen Operator AND, sprich UND. Bei einer thematischen Suche lohnt es sich, für einen Suchbegriff mehrere Synonyme einzugeben, zum Beispiel Mehrsprachigkeit und Multilingualismus. Bei einer Synonymsuche muss ich darauf achten, dass ich eine OR, sprich oder Suche durchführe. Dazu entferne ich das Häkchen am Zeilenende, damit alle Treffer gefunden werden, in denen mindestens einer der Begriffe vorkommt. Ich kann auch in demselben Suchfeld nach deutschen oder englischen Begriffen suchen. Es kann sich lohnen, in beiden Sprachen zu suchen, da in FIS auch englische Datenbanken durchsucht werden. Es sollte aber immer auch auf Deutsch gesucht werden, weil sich FIS Bildung auf den deutschen Sprachraum konzentriert. Die einzelnen Suchfelder können wieder mit den booleschen Operatoren und, oder und nicht verbunden werden. Unterhalb der Suchfelder kann ich unter Datenquellen, Dokumenttyp oder Sprachfilter einstellen, die Ergebnisse vor der Suche bereits weiter filtern. Ich kann auswählen, nach welchen Dokumenttypen, Sprachen, Medientypen und in welchen Datenbanken gesucht werden soll. Standardmäßig sind jeweils alle ausgewählt. Wenn ich alle Suchbegriffe eingegeben habe, klicke ich auf Suchen und alle Resultate werden angezeigt. Rechts neben den Treffern können unter Suche verfeinern die Suchkriterien auch im Nachhinein weiter angepasst werden. Wenn ich Titel einer Suche speichern will, kann ich diese auswählen und sie zuunterst auf der Webseite in verschiedenen Formaten exportieren oder per Mail versenden. Bei den Suchresultaten gibt es verschiedene Zugriffsvarianten. Ein geöffnetes Vorhängeschloss bedeutet Open Access, also dass der Text frei zugänglich ist.
Ein Klick auf das Volltextsymbol sollte daher direkt zum frei zugänglichen Volltext führen. Steht nur ein Volltextsymbol, muss ich überprüfen, ob meine Institution das betreffende Dokument lizenziert hat. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist ein Klick auf das Volltextsymbol, so gelange ich oft direkt zum Text. Falls dies nicht funktioniert, öffne ich die Titelanzeige und wähle als zweite Möglichkeit unter Standortgebundene Dienste meine Institution aus, in diesem Fall Bern, Universitätsbibliothek Bern. Ich klicke auf Suchen im Datenbestand Ihrer Institution. Nun werde ich zu Swisscovery Universität und PH Bern weitergeleitet, wo ich sehe, ob ein Online-Zugang zum Volltext oder eine Printversion vorhanden ist. Um online auf einen verlinkten Volltext zugreifen zu können, muss ich mich bei Swisscovery anmelden und im Universitäts- oder PH-Netzwerk sein. Wenn bei einem Suchtreffer nichts neben den Angaben steht, heißt das, dass ich auf FIS Bildung nur Zugriff auf die bibliografischen Daten habe und nicht auf den Volltext. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, noch den Bestand der eigenen Bibliothek zu prüfen, da dort vielleicht zugängliche Printexemplare vorhanden sind oder die Möglichkeit einer Kopienbestellung besteht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Recherchieren. Für Fragen zu Datenbanken wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeitenden der Universitätsbibliothek Bern. Wir freuen uns, Sie bei Ihren Recherchen zu unterstützen.